Hallo und herzlich willkommen, Freunde des bunten Waldes, zur Let's Play-Reihe Ori and the Blind Forest hier auf Pöbeltube mit mir, dem Marvin, in der Folge Nummer 6. Ich habe meinen Tee, ich bin vorbereitet. Wir spielen im Hohlhain weiter, wo wir aufgehört hatten. Und schauen, wie es mit unserem Ori weitergeht. Letztes Mal mussten wir uns ja durch das Wasser des Ginso-Baums kämpfen. Und ja, nun gibt es wie immer Ladezeitüberbrückung. Ein kleines Schmankerl dazu. Ich habe mir gerade einen wunderschönen Tee gemacht, um den nebenbei zu genießen. Und oh, gerade mein Etikett hineingeworfen. Und hatte kurz mein Headset um den Tee herumgelegt. Und jetzt habe ich zwei warme Ohren. Kann man ja mal sagen. So, wir hatten hier aufgehört. Wir können inzwischen unter Wasser atmen. Und schauen mal, wo wir noch so lang können. Hier ist ein Geheimnis, das wir schon erreicht hatten. Unsere Aufgabe ist es, in den Nebelforst zu kommen, um das Element des Windes zu finden. Generell war ich aber auf der Suche nach Erfahrungspunkten, die man noch so einsacken kann. Hier in der Mondgrotte wartet auch noch irgendwas Verstecktes auf uns. Jetzt geht's erstmal weiter. Stampfen hatten wir gelernt. Wir wollen uns erstmal dieses Geistertor dort unten näher angucken. Oh. Könnte auch aus dieser Richtung etwas schwierig werden, wie ich feststelle. Weil, hoppala, Ori sehr hektisch vor sich hin springt und da unten eine Animation rumbackt. Nein, weil Marvin viel zu hektisch ist und klein Ori deswegen es Schwierigkeiten hat, hier hinzukommen. So, nur haben wir ein riesengroßes Problem. Jetzt stehen wir hier und haben keine Energie. Ja, super bescheuert. Wo kam er her? Hat jemand gesehen, wo der Frosch herkam? Ich habe es nicht gesehen. Gut. Ja, wir müssen zurück und uns wieder aufladen. Wir müssen hier durch das Hammergedöns wieder zurück. Na, da kommt auch ein Hammer, an den müssen wir uns aber festhalten und nicht zerquetscht werden. Da oben ist es zwar grün, aber es ist nichts da. Wir müssen noch einmal zurück zum Geisterbrunnen. Ah, Igel, Igel, Igel. Und uns am Geisterbrunnen. An den Wurzeln des Geisterbaums wieder aufzuladen. Währenddessen können wir ein paar Gegner wegmoschen und ein wenig Erfahrung mitnehmen. So, weil nur mit den 4 Energie, hoppala, falscher Knopf, nur mit den 4 vollgeladenen oder in unserem Fall hier sogar inzwischen 7 voll aufgeladenen, Schluck Tee, Energiezellen können wir das Geistertor da drüben öffnen. Also muss ich mich nochmal durch die Hämmer und dementsprechend wahrscheinlich nochmal durch das blöde Nashorn kämpfen. Könnte erklären, warum ich keine Energie mehr hatte. Wahrscheinlich, weil ich es totgestichflammt hatte. So, schnell hindurch. Ori ist ja Profi und stirbt nie. Schnell hindurch. Blöde Hammer können mich mal kreuzweise. Du mich auch. Blöder Frosch. Hat mich ein wenig Lebensenergie gekostet. Ja, ich hoffe, ich überlebe trotzdem. Oh, nice. Dem konnte ich durch Stampfen auch wehtun. Cool. So, wir sind wieder da, wo wir vorher waren. 3 Minuten für umsonst. Egal. Und zack. Und jetzt können wir das Tor aufmachen. Und unsere Energie schwindet. Warum sind wir hier? Weil wir gucken, ob wir da oben diesen Punkt einsammeln können. Also ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Sieht aber so aus, als ob wir hier völlig umsonst hin sind. Hier können wir nämlich nicht hin. Gut, dann sind wir jetzt hier unten. Sehen aber, dass wir dort noch hintauchen können und dort noch hintauchen können. Und wir müssen ja wahrscheinlich dann eh dort oben über dieses Tor weiter, weil die Waldsenke ist ja auch eine Sackgasse. Da gibt es aber bestimmt noch was Tolles, weil da ist ein... Und da gibt es auch noch was Tolles. Es gibt überall was Tolles. Au, oh, es gibt auch was Stacheliges. Und das direkt vor mir. Ist aber nicht so schlimm, denn jetzt sind wir schon wieder direkt, glaube ich, am... Nee, das ist nur der Ort, wo das Spiel begonnen hat. Es ist nicht der Ort, wo die Wurzeln des Geisterbaumes sind. Wir gehen erstmal nach unten und sammeln ein bisschen Sachen ein. Es ist auch sehr lustig, dass die Gegner nicht so ganz mitleveln. Nicht so ganz. Heißt, wenn sie hier, wie in dem Fall, gerade schwach sind, sind sie das auch, wenn man hierhin wiederkommt, weil bei neuen Arealen die Gegner einfach etwas stärker werden. Zack. Fähigkeitenzelle. Das hat sich schon gelohnt. Will sagen, in diesem Startbereich hier waren wir ja ganz am Anfang, da waren wir am schwächsten und man sieht, die kann ich hier schon mit 2 Schlägen wegboxen. Relativ leicht. Und da unten gibt es ein bisschen Erfahrung. Und auch da hängt wieder irgendwie so ein Drehmich-Ding in der Luft fest. Naja, da ist eine lustige Röhre. Könnte eine Anspielung auf Mario sein. Ich finde es ganz putzig. Und hier ist eine wunderschöne Zeichnung von 2 Oris, die sich die Hände reichen. Ja, hier gibt es sonst nur Felsen. Dementsprechend tauchen wir wieder auf, verprügeln da oben noch den Igel und nehmen die 3 Punkte noch mit. Verprügeln hier alles auf unserem Weg, was wir so finden. Und kommen dann nirgendwo hin.
weil es eine Sackgasse ist. Also umdrehen. Ja, so eine In-Game, also Live-Minimap wäre doch manchmal sehr hilfreich. In diesem Wald kann man sich super gut verlaufen. Ich wusste, dass ich genau reinrenne. Na egal, tut ja nicht so doll weh. Ab. Zack, zack, Doppelsprung. So, zack, zack, Doppelsprung. Zack, zack, Doppelsprung. Alles ganz leicht. Jetzt müssen wir da hinunter und ins Wasser, um ein wenig mehr Punkte zu sammeln. Dich kriege ich da oben nicht. Oh, ich konnte den Fisch abstampfen. Das ist ja lustig. Hallo, Erfahrungszelle. Und hallo, Areal, in dem wir noch nicht waren, wo es hoffentlich irgendwas Tolles gibt. Oh ja. Es gibt ein wenig Aua, weil ich vom Fisch gebissen werde, aber eine neue Lebenszelle. Mehr Vitalität für uns kleinen Ori. Heißt, ich sterbe nicht mehr so schnell. Ist das nicht wundervoll? So, da oben war ja nur das Viechelein. Dann gibt es da ein Tor. Und da oben kann man mal gucken, ob wir da hochkommen. Der große Sinn dahinter ist ja eigentlich nur, dass wir jetzt diese Spots einsammeln und hoffen, dass es uns dadurch leichter fällt, Levelbereiche abzuschließen. Ah, shit, dich hätte ich gebraucht, ne? Ja, dich hätte ich gebraucht. Kommst du bitte wieder her? Na los, wir müssen reden. Au. Aber jetzt los, schaffst du, ich glaube an dich. Ja, super, komm hinterher. Prima. Ne, jetzt kannst du erstmal da unten bleiben, weil hier komme ich ohne dich weiter. Vielen Dank für deine Hilfe. Zack, Fähigkeitenzelle. Das schreit doch nach Punkte vergeben. So, wenn wir weitermachen, lernen wir den Dreifachsprung. Kostet uns dann aber auch 3 Punkte. Und danach die Ultraverteidigung. Wenn wir hier weitermachen, lernen wir als allernächstes Markierungen auf der Karte anzeigen. Effizienz und am Ende auch das Gespür dafür. Ich bewege mich erstmal auf den Weg des Gespürs. Denn ich möchte unbedingt diese Fähigkeit da oben haben, durch Wände und versteckte Bereiche zu finden, zu sehen, wie auch immer. Noch ein wenig Tee. Hervorragend. So, es geht weiter. Wir können den netten Hilfsfrosch jetzt verprügeln. Haben das Ding da gefunden. Da drüben können wir dieses Türchen mal öffnen, vorausgesetzt. Ah ja, können wir. Und zwar relativ leicht. Das ist ja noch eins, was wir mit der Stichflamme öffnen können. Da geht's nach oben. Ah, das sieht sehr interessant aus hier. Der gesamte Hohlhain sieht sehr interessant aus. Ah, komme ich da denn überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da überhaupt schon hinkomme. Kann sein, dass hier... Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier konnte ich nicht weiter, weil da irgendwas auf mich wartete, was mich verbrannt hätte. Ja, doch, doch. Ich erinnere mich gerade. Sekunde, bitte warten. Man orientiert sich. Hier rauf, das kriege ich noch nicht, aber das kann ich holen und das kann ich mit Glück auch holen. Okay, wir gehen zurück. Wie es aussieht, wird es eine Looten-Folge werden, weil die Wege doch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen werden. Aber dafür geht es mir persönlich gut. Der innere Monk ist zufrieden, weil er hat halt Sachen eingesammelt. Und ich muss ständig auf die Karte gucken. Genau, links und dann hoch. Da ist ja nur der Hebel, den wir brauchen, um das hier runterzulassen. Das ist übrigens immer sehr stressig, das ist mir sehr häufig passiert, wenn man in Ori sozusagen wegläuft, um irgendwelche Sachen zu holen, so wie ich jetzt hier ans andere Ende der Map laufe, um halt Punkte zu sammeln, die ich halt das erste Mal hier aber noch nicht einsammeln konnte. Und dann halt nicht speichere und zwischendurch sterbe. Das ist halt richtig stressig. Zack. Würde Quallen verprügeln. Da oben hin ist auch super. Ah ja, da sprach ich, glaube ich, ganz zu Anfang von. Dass ein gut getimter Doppelsprung uns hier hinführt. Und hier sehen wir etwas Neues auf uns zurasen. Eine Eule. Die Eule ist sehr stark. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche, deswegen lasse ich sie noch kurz am Leben. Nein, ist sie nicht. Sie ist sehr stark. Heißt, es ist eigentlich ein Gegner für einen späteren Spielabschnitt, hätte ich jetzt mal fast gesagt. Oder ich muss halt einfach mehr Energie in, mehr Punkte in meine Schießereikünste setzen, aber wir kommen ihn noch so ganz gut an Leib und Leben. Gut, jetzt sind wir hier, wollen da drüben hin. Hier waren wir auch schon mal. Hier ist dieses Spinnenareal. Und jetzt können wir dieses Geistertor öffnen und finden noch eine Fähigkeitenzelle. Ich hadere gerade mit mir, ob ich nicht doch den Dreifachsprung nehme. Also, ach nee, da muss ich ja noch einen für bezahlen. Dann gehen wir doch lieber den Weg des Gespürs.
Weil das sind doch mal 5 Punkte. Ich hätte gedacht, wenn ich den jetzt da gesetzt hätte, wie eben, hätte ich jetzt gleich dreifach Sprung haben können. Jetzt gehen wir den Weg des Gespürs. Dann können wir nämlich mehr sehen. Und wenn man mehr sieht, kann man auch mehr... Au! Nicht aufgepasst. Wenn man mehr sieht, kann man auch mehr finden. Und wenn man mehr findet, dann hat man auch wieder mehr. So, wir wollen da runter und ins Wasser. Das ist auch ein sehr langer Weg für dieses Teilchen da. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Es ist ein geheimes Areal, aber vielleicht war ich hier schon. Ah ja, doch, 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 hier war ich schon. Da unten glänzt ja irgendwas. Stirb, Spinne, durch dein eigenes Projektil. So, meine Energie geht schon wieder zur Neige, aber das ist ja nicht so schlimm. Denn da oben gibt's neue. Ah, aua. Ah ja, hier wartet übrigens auch wieder ein Geheimnis auf uns. Man kann hier hin. Ah, verdammt. Hätte ich doch beide Spinnen gebraucht. Nein, eine reicht. Ah, hervorragend. Zack. Level up. Oh, das da oben ist doch so ein... Ach nee, ist es nicht. Das ist noch wieder was anderes, was wir auch noch nicht haben. Wie ihr seht, diesen Stab hier kann man aber hineinprügeln. Und dann öffnet sich dort eine Tore. Ein Türchen, ein Nähtor. Mhm. Es öffnet sich etwas. Return to Sender. Und einmal hinunter mit uns. Au, oh, Fisch, 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 böser Fisch. 200 Erfahrungen sind 200 gute Erfahrungen. So, zack, zarack. Hier waren wir noch nie. Und hier geht es da unten weiter. Fühlt uns das so irgendwas? Ja, da waren wir auch noch nicht. Und, naja, ich... Aua, das piekt. Ich gucke mich hier einmal um, weil ich hier noch nicht war. Ich glaube, das ist, um einfach schneller in dieses Areal zurückzukommen. Rammen wir mal den Nagel rein. Holen uns ein bisschen Lebensenergie. Laser ist aus. Ich lasse mich natürlich wie immer vom Piki-Igel treffen. Ist wahrscheinlich auch nur ein Wegfreimacher sozusagen. Rein mit dem Nagel in den Boden. Keine Laserstrahlen mehr. Ein blöder Frosch. Den ich aber abstampfen kann. Oh, Lebensenergie! Wir gehen die Wege nie umsonst. Das ist immer schön. So, jetzt komme ich auch wieder schneller hier runter. Hier war ich aber schon. Und zwar vorhin. Das heißt, jetzt gehen wir wieder hoch und holen uns das da. Hey, Frosch! Was machst du da unten? Bleib da unten. Ich weiß auch gerade nicht, da war ja eben auch noch ein Frosch, ob der uns nicht zu einem Geheimnis weiter oben geführt hätte. Aber das suchen wir vielleicht noch irgendwann später mal wieder auf diesen Ort und dann können wir uns das nochmal angucken. Hey! Ori, wir wollen doch zurück. Ih, auf damit. Geh weg. 1, 2, Igel, sei mein Sprungtuch. Und er piekt mich trotzdem. Diese Igel. So, Stichflamme gegen Fische. Immer effektiv. Ein wenig davon einsammeln. Brauche ich dich, Spinne? Irgendwas ist da oben. Eine Lebenszelle. Wie komme ich da ran? Kann man ranzoomen eigentlich? Shift? Ja, aber nicht ausreichend. Wahrscheinlich... Oh, ja, das ist, das ist viel zu weit draußen. Der Weg scheint da oben lang zu gehen. Haha, ich wollte gerade sagen. Nein, vertimed. Aber vielleicht... Na, nochmal, also. Hinauf. Wir können ja auch die Spinne einfach nehmen. Ah, verdammt, jetzt habe ich wieder... Ich komme darauf. Ich sehe es gerade. Es ist ein wenig tricky. Ah, jetzt ist es zu tricky geworden. Aber doch nicht. Haha! Nice. Mehr Lebensenergie für uns. Wo geht es da nach oben hin? Denn da oben gibt es auch noch in ein Areal, in dem wir noch nicht waren. Puh. Aber das stelle ich mir sehr schwierig vor. Da müssen wir wahrscheinlich noch andere Fähigkeiten für erlangen, um da hinzukommen. Naja. Danke, Spinne.
Das da kann man auch noch aufmachen. Ich erinnere mich nämlich auch, glaube ich, wieder daran, wie. Ganz zu Anfang waren wir schon mal hier und fanden dort diesen Hebel. Den konnten wir nicht einbauen, weil wir noch nicht stampfen konnten. Jetzt können wir stampfen und können dieses Türchen dort öffnen. Und das führt uns dann in das Areal, in das ich, glaube ich, auch wollte. Nämlich Karte. Genau. Nein. Doch nicht. Oder doch? Oder doch nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade verwirrt. Doch, ich glaube, es sollte das sein. Return to Sender. Genau, es ist nämlich jetzt der Weg, der uns hier runterführt. Oh, hallo Nashorn. Ja, lege dich nicht mit mir an. Ich bin niedlich. Hinuntertauchen und Fähigkeitenzelle einsammeln. Ich ärgere mich die ganze Zeit, wenn ich könnte jetzt schon so schön Dreifachsprung haben. Aber da wir hier ja noch viel, viel mehr Punkte abluten, verzeihe ich mir selbst, glaube ich, ein wenig. Tschüss, Spinne. Ja, wir haben nämlich gleich schon wieder 3 Punkte. Wir sammeln ja währenddessen ganz fleißig Erfahrung. Und das ist auch sehr gut so. So, da oben geht es auch noch hin, denn da ist auch noch eine Fähigkeitenzelle. Und da ist auch noch eine Fähigkeitenzelle, wobei ich nicht weiß, ob ich da rankomme. Da ist aber auch noch eine Fähigkeitenzelle. Und da ist auch noch eine Fähigkeitenzelle. Wahnsinn. Böses Ding. Hör auf damit. So. Offensichtlich führt uns der Weg sogar hier lang. Ganz aus Versehen auf dem richtigen Weg unterwegs. So ein Mist. Das wollten wir doch gar nicht. Ah, das ist jetzt ja tricky. Okay, also speichern wir mal. Rechte Seite. Rechte Seite ist, glaube ich, leichter. Da war doch irgendein Gegner. Ja, genau. Komm mal her, ich brauche dich. Easy. 3. Das wäre ja schon unser Dreifachsprung. Aber jetzt haben wir 3 Punkte. Das heißt, wir setzen wieder. Das ist 2, das ist 2 und das ist 3. Das heißt, hier brauchen wir in Summe noch 5 Punkte. 2, 4 und 3 sind 7 Punkte, Marvin. Rechnen ist die hohe Kunst. Ja, wir nehmen den und vielleicht auch nochmal einen Stichflammenradius. Ist Quatsch. Dann sparen wir uns den Punkt lieber auf. Da vorne kommt ja schon gleich der nächste. Hallo, Frosch. Ich weiß nicht, ob das hier der echte, richtige Weg ist. Nee, ist es doch überhaupt nicht. Aber ich glaube, es hätte sein können, dass wir nicht unten rum zurückgegangen wären, sondern oben rum. Und dann wäre Kuro uns hier erschienen und hätte uns... Hallo, ekliges Viech. Hätte uns da halt seine Zwischensequenz geschenkt. So, jetzt müssen wir irgendwie nach da oben. Oh, Dornen. Tja, wird es uns gelingen, da oben hinzukommen? Ist ein wenig fragwürdig, finde ich gerade. Das ist nämlich sehr weit weg. Und ich komme hier nicht höher. Nee. Aber vielleicht dahin... Ja, das hätte ich mich festgehalten, hätte ich es geschafft. An dem blöden Igel, da hätte man sich ja vielleicht abstoßen können, aber... Ah, okay, das ist wieder tricky, weil hier muss man eine Kante über doppelt springen. Zack, 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 die man eigentlich nicht überspringen kann. Oder nicht soll. Kann sein... Oh. Ja, dann nicht, blöde Daumen. Kann sein, dass das in der Definitiv-Edition raus ist. So, Geisterbrunnen, da kommen wir aber nicht hin. Ginsobaum, Fähigkeitenzellen, auf geht's. Wir wollen uns einfach in allen Dingen verbessern. Deswegen gehen wir nochmal am Ginsobaum vorbei, den wir jetzt mit seinem wunderschönen, sauberen Wasser haben. Und er ist auch zu. Wir kommen nicht mehr rein. Aber es ist auch offensichtlich ordentlich Druck im Baum. Hallo, du da. Viele, viele bunte Erfahrungen. Also, sie ist nicht bunt, sie ist gelb, aber... Oh, ein Schmetterling! Das macht ja nichts. Zack, zack. Blauer Kristall für mich. Den brauche ich zwar eigentlich gar nicht, aber... Ich kann ja nichts zurücklassen, ne? So, warum waren wir noch nie hier drin? Offensichtlich, weil ich einfach den Weg nicht gesehen hatte. Zack, 2 Punkte.
Seelenverbindung wird immer noch aufgeladen. Der kleine weiße Kreis um den gelben Kreis herum. Zack. Und zack. Jetzt haben wir so langsam eine ziemlich gute Karte, weil die Fähigkeiten zählen, die Erfahrungszellen, die Lebensenergie zählen und die Energiezellen werden auf der Karte markiert. Das heißt, ich sehe jetzt so ziemlich inzwischen eigentlich fast alles. Wir müssen da lang. Habe ich es getötet? Ich weiß es nicht. Nee, habe ich nicht. Die tun auch richtig weh mit ihren drei Punkten, die sie einem abziehen. Zielen, zielen, zielen. Hat nicht geklappt, oder? Nee, hat nicht geklappt. Doch geklappt? Nein, hat nicht geklappt. Zack, totes Viech. Oh, komm, wir den nächsten auch noch töten. Aber er verschwindet natürlich, wenn wir ihm zu nahe kommen. Reicht das noch nicht so ganz, aber 30... Ha! Kommt zurück. Ja? Einer muss noch zurückkommen. Du? Nein. Du? Du? Nochmal? Komm nochmal zurück. Los. Na gut, dann nicht. Wasser? Ich kann hier unten nichts sehen. Scheint aber auch nichts zu sein. Na gut. Ah, er kommt doch zurück. Nice. Ja, komm nochmal zurück. Hehehehe. Wunderschön. Oh, Ginsowasser. Es ist blau und sauber. Wir haben das so gut gemacht. Oh, schon wieder einer von der Sorte. Aber ich glaube, diesmal bringt er uns was. Ne, hier war ich schon. Okay, er bringt uns nichts, aber du da unten bringst uns was. Die geben nur noch 12. Aber ich muss da oben hinspringen, deswegen... Fast. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich da hochkomme. Du schießt auf mich, dann kann ich fliegen. Dann kann ich einen Doppelsprung machen und komme da ran. Super einfach, Leute. Super einfach. So, 3 Punkte. Einen brauchen wir noch. Autsch, das wollte ich vermeiden. Macht aber nichts. Wo ist der nächste Punkt? In die andere Richtung. Ja gut, dann in die andere Richtung. Treff dich. Nicht. Dich treffe ich aber, Kröte, mit deiner eigenen Kotze. Das hast du jetzt davon. Ja, genau, hier bin ich doch auch schon mal reingelaufen, weil ich sagte, hey, da ist was, aber ich hatte die Fähigkeit Stampfen noch nicht. Zack, 3. Zack, zack, zack. Ori kann jetzt alles sehen, nämlich diese kleinen Geheimorte hier. Glaube ich zumindest, dass die es sind, die jetzt auf der Karte angezeigt werden. Ich hoffe, dass mir das... Hier ist ein Zelda-Zeichen versteckt. Schön, ein... Triple-Dreieck. Vierfach-Dreieck. Es ist ein schönes Dreieck. Da komme ich auch noch nicht hin. Dafür braucht man noch eine neue Fähigkeit. Das sozusagen Stampfen nach oben und da unten ist auch noch was, das auch auf der Karte angezeigt wird. Man muss ja nur hingucken. So, Ori, jetzt stell dich mal nicht so blöd an. Also, ich übersetze das mal. Marvin drückt nicht so dumme Tasten. Ja, und dann... Da kommen wir noch nicht hin, da kommen wir noch nicht hin. Da wartet noch eine Vitalitätszelle auf uns. Und da ist ein Bereich, in dem wir noch gar nicht waren. Und da ist noch eine Fertigkeitszelle. Wir gehen nochmal runter. Man lasse mich in Ruhe. Ich habe auf euch gerade keinen Bock. Ich gehe einfach. Au, 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 was soll das denn? Voll unhöflich. Das alles nur für so ein bisschen Erfahrung. Au. Ja, Ori, am besten nochmal wieder hochspringen in den Laser. So, Laser aus. Ori läuft. Ori fällt rein, Ori ist tot. Mistigack. Ich hatte so schön geplant, einfach durchzulaufen. So, hier sind wir wieder in Gum, so auf dem Weg zu Gumos Versteck. Gumo, Gumon, Gum, Gum, Gumon. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen runter. Flupp. Daneben. Blöder Igel. So, einmal aufgeladen. Ja, ist okay, Ori. Sieht wunderschön aus. Wir wissen das wirklich.
zweifle nicht an der Schönheit der Grafik dieses Spiels. Ist auch schon wieder aus 2015. Das ist verrückt, wie solche Sachen immer dann... Ich denke immer so, ja, so alt ist das ja noch gar nicht. Ja, Pustekuchen. Ewig alt. Also ewig. Auch schon wieder 5 Jahre her. So, machen wir das richtig, wenn wir da hingehen? Ich weiß es nicht. Ich will versuchen es. Hammer? Wusste ich doch. Ich weiß, dass ich hier schon war. Ah, ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ja, 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 nein. Ich weiß, dass ich es hier schon mal versucht hatte, da aber noch nicht die Projektile, aua, abwehren konnte. Deswegen waren wir sozusagen für umsonst da. Jetzt sind wir aber nicht für umsonst da. Jetzt können wir unter dem Hammer durch, uns an den Hammer ranhängen, vom Hammer abstoßen, darüber und jetzt dank der Spinne können wir dahin und uns noch einmal Lebensenergie holen. Ich kann die Spinne auch mit Stammschaden verprügeln, obwohl die Spinne gar nicht am Boden ist. Das ist lustig. Tschüss, Igel, tschüss. So, wo müssen wir jetzt hin? Runter und dann rechts, oder? Runter und dann links. Ach, da müssen wir hier wieder ganz runter. Ja, wenn wir da schon sind, dann können wir uns dann noch Lebensenergie holen. Und dann? Also, runter, Lebensenergie holen. Hoch, Erfahrungspunkte holen. Gut, also. Runter in Gumos Versteck. Klassisch. Ganz einfach. Ganz einfach. Oh, da unten kamen, glaube ich, die Stacheln irgendwo. Ja. Au. Das war doof, aber wir konnten so durch. So, runter und rauf. Runter und rauf. Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir hier hochkommen. Getimed hier hochkommen. Ah ja, es ist auf der Innenseite des Wasserfalls. Gut. Ah, shit. Das hat... Ah, danke, Kröte. Komm mal her. Brauch dich. Danke, Kröte. Kann auch sein, dass das erst seit dem wunderbar tollen Wasser hier ist, aber es ist hier. So, Kröte, danke für deine Dienste. Hier ist deine Kotze zurück. No, doch nicht. Unter uns ist nichts. Dann schnell wieder rauf. Tun wir so, als wären wir nie hier gewesen. Spinne ist weg, das ist super. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Und dann durch den Tunnel. Ach nee, das war woanders. Zack, zack. Fliegori. Ich glaube, diesen Weg sind wir auch schon mehrfach gegangen. Nämlich einmal mit Steinschlag. Einmal ohne Steinschlag. Und jetzt ein weiteres Mal ohne Steinschlag. Aber das müsste auch das letzte Mal sein, dass wir diesen Weg gehen. Weil wir sind in der Mondgrotte schon bei 99% und ich sehe da oben den letzten Punkt. Das heißt, wenn wir 100% hier drin haben, müssen wir natürlich auch nie wieder herkommen. Mir stellt sich gerade die Frage, warum ich dieses relativ offensichtliche Ding da oben nicht gesehen habe. Hm. Ja, weil es versteckt ist. Und jetzt kann ich durch Verstecke durchgucken, dank der Superfähigkeit, die ich mir erarbeitet habe, endlich durch Wände gucken zu können. Eine nicht zu verachtende Fähigkeit. Gut, wir haben immer noch 99% in der Mondgrotte. Voll frech. Wieso denn immer noch? Naja, egal. Da mir ja eigentlich alles auf der Karte angezeigt wird, verstehe ich nicht, was fehlt. Das ist immer noch Mondgrotte. Ist hier vielleicht noch irgendwas im Randgebiet? Das ist Hohlhain. Mondgrotte. Hier ist nichts auf der Karte. Da ist nichts auf der Karte. Tja, egal. Dann bleibt die Mondgrotte halt bei 99%, weil nochmal tue ich mir das da unten nicht an. Jetzt wollen wir noch einmal dahin. Nein, wollen wir nicht. Das. Da komme ich noch nicht hin. Da komme ich nicht hin. Wir sind da. Da sind noch ein paar Lebensenergiezellen. Das ist ganz interessant eigentlich. Das heißt, wir müssen erstmal rauf und dann nach links. Ja, rauf und dann nach links. Das ist doch meine Aufgabe. Aber bei rauf und dann nach links, mit Blick auf die Uhr, werden wir hier an diesem Geisterportal / Geisterbrunnen speichern. Und für Folge 6
auch schon das Ende finden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei unserer Folge Looten und Leveln, Rumrennen und der Hauptquest nicht frönen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in Ori auf Böbeltube in Folge 7. Macht's gut, ciao.